So, heute Morgen habe ich mit Paul telefoniert wegen der Route und dabei stellte sich auf jeden Fall noch heraus, dass ihm die Route insgesamt etwas weich vorgekommen ist, die ganze Zeit schon. Und er war also nicht allzu sehr überrascht, dass es also keine Fünfer ist, hat sich aber recht herzlich bedankt natürlich dafür, dass ich es jetzt mit der Vermessungsmethode zumindest mal festgestellt habe und sein Gefühl in Ordnung ist. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man eine Route, die von Haus auf zu weich ist, auf eine höhere Schnurklasse bringen. Das ist relativ, in Anführungszeichen, relativ einfach. Man muss sich nur mal vor Augen halten, was passiert in der Route. Die Kraft wird übertragen vom Handteil über den unteren Teil in Mittelteil bis hoch zur Spitze. Hier entsteht also die Wurfkraft im unteren Bereich. Und wenn man sich jetzt das anschaut, man hat es ja auch an dem Messergebnis gesehen, ist das eine relativ parabolische Aktion. Die kann man ganz gezielt hier in dem unteren Bereich mit einem Blankteil, das man dann einklebt, verstärken. Damit kommt mehr Kraft von unten rauf. Das zusätzliche Gewicht ist nicht ganz so tragisch, denn es ist im unteren Bereich. Bevor ich natürlich das einklebe, müssen wir schauen, wie bringen wir das Blankstück überhaupt da unten rein. Ich weiß, es ist ein Elnetti Blank aus der HMX-Serie und der war im unteren Bereich zumindest mal offen. Jetzt muss ich mir das mal vorsichtig angucken, wie das hier aussieht in dem Bereich und wie ich den Rollenhalter aufbringe und ob ich da an den Blank rankomme. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung. Ich will natürlich von der Route so möglichst wenig kaputt machen, aber ja, mein Freund natürlich trotz allem seinen Wunsch erfüllen, die Route von unten rauf etwas spritziger zu machen. Okay, dann mache ich mich jetzt mal ans Werk. So, ich arbeite natürlich hier mit Hitze bzw. mit Wärme. Die Abschlusskappe, ich kenne die Rollenhalter, die ist natürlich wahrscheinlich mit Epoxy eingeklebt. Dann gehen wir mal vorsichtig ran, ob das schon gereicht hat, ob sie sich schon lösen anfängt. So, ich habe jetzt den Blank hinten aufgebracht. Es ist mir eigentlich jetzt ein bisschen peinlich, denn der Rollenhalter hat sich komplett gelöst. Die Abschlusskappe ist dran geblieben. Liegt daran, dass hier mit Isolierband gearbeitet wurde und leider kann ich jetzt dem Wunsch nicht nachkommen, die Route von unten zu verstärken, und zwar des folgenden Grund: hier wurde ein Stück für den Rollenhalter in den Blank eingeklebt. Man sieht es daran, das hat 6,5 mm Durchmesser und weiter oben hat der Blank schon 7,2 mm Durchmesser. Das heißt also, dieser Blank, der wird wohl nur bis etwa hier hingehen, der Originalblank, und wurde dann verlängert durch Einkleben eines anderen Blankteils. Ich werde jetzt mal mit einer Sonde da reingehen und schauen, wie tief der Blank drinnen ist. Bringt mir also jetzt insofern die Schwierigkeit, dass ich, ja, da ist auch Schluss, ja, genau, bis hierhin ist das Blankteil eingeklebt, der Kleber, also wahrscheinlich wird das Teil mit einem Kork verschlossen sein, damit man es eben ordentlich eingeklebt hat, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich komme also nicht mehr weiter rein als wieso, das heißt, eine Verstärkung von innen in den Blank rein ist leider
damit unmöglich. So, dann gibt es einen kleinen Szenenwechsel. Die Spitze, also die Soli-Tip, habe ich nun bereits vorbereitet. Also den Übergang hier von der Soli-Tip in das Hohlteil rein ist jetzt auf den Durchmesser, auf den Innendurchmesser geschliffen. Was man natürlich jetzt hier im Augenblick noch sehen kann, ist, dass der Übergang von dem dünnen Durchmesser der Soli-Tip, also von dem Zapfen, den ich eingearbeitet habe hier eine Verdickung darstellt zum Außendurchmesser der Soli-Tip in dem unteren Bereich. So, sieht man das jetzt recht schön? Ich denke mal schon. Ich tue mal das Licht weiter daher, damit man es noch ein bisschen besser sieht eventuell. So, gehen wir mit der Kamera ein bisschen weg. So, okay, also ich habe hier im Prinzip einen Zapfen aufgeschliffen. Und den gilt es jetzt natürlich hier an den vorderen Bereich ebenfalls innen einzuschleifen oder einzufräsen. Dazu verwende ich einen Dremel und lasse natürlich den Blank dabei auch drehen. So, jetzt sieht man also, der Blink, die Soli-Tip passt jetzt genau in diese Aussparung rein, geht so tief rein und sitzt auch hier hinten, was man an der Schleifspur hier sieht, sitzt also wirklich dann flächig auf. Sie ist gerade, logischerweise, weil ja der Blank beim Auffräsen dreht und damit die Zentrierung sich ergibt. So, nun vermesse ich mal den Blank nochmal und dann wird er an der Stelle eingeklebt. So, die Rute habe ich nun schon eingespannt. Hier vorne ist das Fähnchen bei den 2,45, also praktisch bei 8 Fuß. Und nun hängen wir mal das Gewicht dran und messen mal, wie weit wir jetzt hier durchkommen. Was wir jetzt im Augenblick für die Schnurklasse hier haben. Bereiten wir gleich mal vor für die zweite Messstrecke, also für die 15 Grad, den zweiten Becher. Haben wir hier 11,1 Gramm und hier sind es dann 52,1 Gramm, also 11,1 Gramm ist nach wie vor die Schnurklasse 3 und zwar im oberen Bereich, knapp an die 4 rangehend und die 52,05. Jetzt können wir hier mal den Powerfaktor feststellen, was wir jetzt hier im Augenblick haben. 52,1 geteilt durch 11,1. Da haben wir hier einen Powerfaktor von 4,69, also noch nicht mal
so eine schnelle Aktion, 4,69. So, also, welche Möglichkeit jetzt natürlich besteht, die ich vorhin im Video nicht angesprochen habe, wäre hier Folgendes zu machen. Die Route, das klingt jetzt sehr dramatisch, die Route von hier zu teilen, also hier zu trennen, und dann einen Hollow Spigot einzusetzen, einen etwas stärkeren. Hier eine Vollverzapfung einsetzen, etwa 2 cm. Das Ganze wird dann wieder schräg miteinander verklebt. Und der Hollow Spigot, also der Zapfen, den würde ich bis hier oben reinkleben und nach unten in den Griff reinkleben. Das heißt also, man sieht am Schluss kaum mehr etwas, außer eine kleine Roving-Verbindung, also praktisch eine Roving-Wicklung. Haltbarkeit ist bombastisch, die ist also absolut gegeben. Und wir erreichen dadurch in dem unteren Bereich eine Versteifung, mit der wir dann wiederum auf eine höhere Schnurklasse kommen. Also auf jeden Fall in den Viererbereich rein, wenn nicht sogar auf den Fünferbereich. Bevor ich natürlich aber hier eine Säge ansetze, kläre ich das natürlich mit dem Kunden, also mit Paule, entsprechend ab. Und ja, dann werden wir mal hier zusehen, was wir jetzt mit der Route machen, damit es wirklich eine 5er ist. Und zwar dann wird es eine 5er sein, eine relativ schnelle. Okay.